Als der Jenaer Mathematiker und Physiker Ernst Abbe 1871 seine bahnbrechende Theorie der optischen Abbildung formuliert und wenig später stiller Teilhaber von Carl Zeiss wird, ist er damit auch zum Unternehmer geworden. Es folgen Jahre des Aufbaus und der Expansion, in denen Abbe gemeinsam mit Otto Schott und Carl Zeiss ein Glaslabor gründet und allmählich seine eigene Unternehmensphilosophie entwickelt. Wissenschaftlicher Fortschritt, qualifizierte Mitarbeiter und verantwortungsvolle Unternehmensführung sind für ihn die Basis wirtschaftlichen Erfolgs. Abbe möchte die Existenz der beiden florierenden Unternehmen langfristig sichern, unabhängig von persönlichen Eigentümerinteressen. Deshalb errichtet er zu Ehren seines verstorbenen Partners am 19. Mai 1889 die Carl Zeiss Stiftung. Ernst Abbe, der Zeiss-Erbe Roderich Zeiss und einige Jahre später Otto Schott übertragen ihre gesamten Geschäftsanteile auf die Stiftung. Die Stiftung wird damit zur Eigentümerin beider Unternehmen. 1896 legt Abbe in einem Statut die Aufgaben und Ziele für die Stiftung und ihre Unternehmen fest und regelt die Rechte der Mitarbeiter. Der Gewinn der Stiftungsunternehmen wird für Zukunftsinvestitionen und Sozialleistungen für die Mitarbeiter eingesetzt. Der verbleibende Überschuss wird zur Förderung der Wissenschaften an der Universität Jena und für soziale und kulturelle Einrichtungen genutzt. Ernst Abbes Stiftungsstatut gehört zu den herausragenden Dokumenten der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Seine auf Dauer angelegte Stiftungs- und Unternehmensverfassung stellt den Menschen und das Gemeinwesen in den Mittelpunkt. Im Kern gelten diese Leitlinien bis heute unverändert. Abbe ist seiner Zeit weit voraus, vom 8-Stunden-Tag bis zur Pensionskasse. Die von ihm eingeführten Mitarbeiterrechte sind für damalige Verhältnisse einmalig. Es geht ihm aber nicht um soziale Wohltaten, sondern um Rechtssicherheit. Für viele Zeitgenossen ist dies geradezu revolutionär. Auch die Gesellschaft profitiert von der Carl Zeiss Stiftung. An erster Stelle steht die Förderung der Wissenschaften an der Universität Jena, mit der beide Unternehmen bei Forschung und Entwicklung eng zusammenarbeiten. Außerhalb der Universität ermöglichen Stiftungsmittel viele soziale Einrichtungen für die rasch wachsende Jenaer Bevölkerung. Fördermaßnahmen in diesem Umfang sind nur möglich, weil beide Betriebe hervorragende Gewinne erzielen. Um 1890 haben sich Zeiss und Schott als weltweiter Marktführer bei Mikroskopen und optischen Gläsern etabliert. Mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder und zunehmender Serienfertigung entwickeln sich beide Unternehmen zu industriellen Großbetrieben. Von Anfang an sind Zeiss und Schott international ausgerichtet. Früh schon werden erste Vertriebsniederlassungen im Ausland aufgebaut. Den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren überstehen die beiden Unternehmen und damit auch die Stiftung relativ gut. Doch der Zweite Weltkrieg und seine Folgen sollten die Unternehmen in ihren Grundfesten erschüttern. Nach der Machtübernahme werden Stiftung und Stiftungsunternehmen, trotz anfänglichen Widerstands, allmählich in die nationalsozialistische Wirtschaftsorganisation eingebunden. Als Hersteller kriegswichtiger Produkte sind die Stiftungsbetriebe Ziel alliierter Luftangriffe. Während des Krieges werden auch ausländische Arbeitskräfte, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter beschäftigt. Im April 1945 marschieren amerikanische Truppen in Jena ein. Bei ihrem Abzug aus Thüringen im Juni 1945 nehmen die Amerikaner führende Mitarbeiter und wichtige Unterlagen mit in den Westen. Die nachfolgende sowjetische Besatzungsmacht demontiert große Teile der Werke in Jena. Durch die Enteignung der Jenaer Betriebe verliert die Carl Zeiss Stiftung in Jena ihre wichtigste Existenzgrundlage. Und wir hatten nur das, was wir in den Köpfen hatten. Aber das, meine Damen und Herren,
dieses geistige Kapital, das ist das Entscheidende.